Einen wundervollen guten Nachmittag wünsche ich euch und herzlich willkommen zur Lösung unserer dritten Coding Challenge, wo wir eine Liste bekommen haben und das Karte-Maximum, hier eine recht kurze Liste, das Karte-Maximum aus dieser Liste rausfinden sollten. So, was bedeutet das jetzt? Wir wollen das Ganze natürlich wieder mal lösen und zwar in Python wieder mal. Aber ich bitte euch natürlich trotzdem, wie immer, wenn ihr eine andere Sprache verwendet habt, wie zum Beispiel viele, relativ viele wirklich schon gemacht haben, dann postet mir einfach das Ganze und das wäre natürlich super gut. Und es ist natürlich auch dieses Mal interessant, wie effizient unsere Lösung eigentlich abschneidet, beziehungsweise welche unserer beiden Lösungen eigentlich so effizient abschneidet. So, Sinn ist mal wieder, dass ich hier auch alles separat ausführen kann, beziehungsweise angucken kann. Deswegen mache ich jetzt hier an sich nichts. Wir wollen natürlich zuerst einmal rausfinden, ob... Ja, wir machen gleich einen Benchmark. Benchmark 3 und zwar 1000 Runs. Und das hier wird der Benchmark 3. Ich patch das hier jetzt nur ganz kurz durch. Der Code ist von letztem Mal. Ich gehe ganz kurz durch, was das eigentlich alles behauptet. Hier haben wir die Lösung gebenchmarkt. Das heißt, wie schnell war die Lösung? Und dazu haben wir natürlich erstmal im Durchschnitt gemessen, wie lange hat es im Durchschnitt gedauert, die Anfrage an den Server zu stellen, denn das zählt ja natürlich nicht in eure Lösungszeit rein. Das haben wir hier drin gespeichert, die Durchschnittszeit für einen Run. Und dann haben wir natürlich unsere Lösung nochmal gebenchmarkt und haben dann geschaut, wie lange tatsächlich alles gedauert hat. Und ja, das wird jetzt hier unsere Lösung. Hier müssen wir natürlich die URLs anpassen. Und genau, das ist eigentlich auch schon alles. Wir haben auch wieder hier das K und die Liste, die wir hier verwenden wollen. Und wir wollen jetzt das Karte-Maximum finden. So, K ist auf jeden Fall immer vorhanden. Deswegen ja relativ klar eigentlich, dass Solution niemals ungültig ist. Aber jetzt gibt es zwei Lösungswege, die ich mir so mal überlegt hatte. Und zwar einmal wollen wir einfach die Liste vorher sortieren und dann das Ganze machen, denn wir müssen so oder so eigentlich die Liste einmal durchgehen, aber das Sortieren einer Liste ist im Normalfall sogar ein bisschen ineffizienter als das Durchgehen. Das heißt, normalerweise braucht man wenn die Liste n Elemente hat, also wenn len von Liste gleich n ist, ja, dann haben wir n mal Logarithmus von n Durchläufe, wenn wir die Liste sortieren, theoretisch zumindest. Und anschließend müssen wir dann natürlich noch ein Element auslesen, was nicht lange dauert. Aber das ist natürlich dann nicht mehr ganz so toll. Während wenn wir den Algorithmus, den ich als zweites vorstellen möchte, da brauchen wir eigentlich nur n plus k Durchläufe tatsächlich, glaube ich sogar. Wobei k unser k von hier ist. Aber wir werden schauen. Das heißt, ja, wenn ihr mit Laufzeiten noch nicht so viel zu tun hattet, jetzt, oder diese Serie ist quasi auch ein bisschen in der Richtung wichtig für euch. So, und das heißt, was wir als erstes mal machen wollen, ist, wir wollen unsere Liste sortieren. Sorted von Liste. Ich werde jetzt hier keinen Sortieralgorithmus implementieren. Das würde den Rahmen hier sprengen, denn wenn wir wirklich was Effizientes implementieren wollen an Sortieralgorithmen, dann, dauert das. Und Sorted ist eigentlich auch wirklich sehr effizient. Und wenn wir dann hieraus die Lösung kriegen wollen, dann können wir einfach hergehen und sagen, Liste von, so Achtung, und jetzt wollen wir nämlich hier noch ein kleines bisschen was ändern. Wir wollen nicht nur einfach nur unsere Liste sortieren, sondern wir wollen sie auch noch umkehren, was im Endeffekt wir nicht machen müssten, aber es kostet uns nicht mehr Laufzeit und dann können wir hier intuitiver agieren und können hier einfach sagen, wir wollen das k-erste Element. Und ja, dann haben wir es eigentlich auch tatsächlich schon. Das heißt, wir können so unsere Lösung präsentieren und können hier mal ganz kurz ausgeben, was eigentlich dabei rauskommt. Und ja, wir schauen einfach mal ganz kurz. Ich mache jetzt hier allerdings doch mal nur 100. Ich glaube, das könnte dieses Mal ein bisschen länger dauern, denn der Server hat auch recht viel zu rechnen. So, dauert kurz. Und ja, wir sehen, wir haben immer einen Success gehabt. Und trotz der Ausgabe haben wir hier nur 0,0006 Sekunden gebraucht. Das heißt, das Sortieren der Liste ist eigentlich der Aufwand hier. Und wir geben einfach das k-erste Element zurück und dann war es das auch schon. Aber das liegt daran, dass eben k, dass
erste Maximum ist das eigentliche Maximum und logischerweise ist das erste Maximum nicht das nullte Element der Liste, deswegen müssen wir hier diese minus 1 noch abziehen. Also das erste Maximum ist das allergrößte Element in der ganzen Liste. Das heißt, wir müssten hier k von Liste von 0 ausgeben, aber da wir natürlich k gleich 1 haben, ziehen wir hier eben noch 1 ab, deswegen eben dieses k minus 1 hier. Ja, coole Sache. Das heißt, das hier ungefähr 0,006 Sekunden. Im Durchlauf oder im Durchschnitt auch. Und ja, jetzt wollen wir die zweite Lösung mal angehen. Dieses Mal wird es wahrscheinlich nicht ganz so lange wie letztes Mal. Letztes Mal war ein echt langes Video, habe ich aber auch drei Lösungen gemacht. Gut, wir wollen hier also eine Funktion schreiben, die zum Beispiel kth largest heißt. Und da kommt die Liste rein. Und k natürlich. Und das schreiben wir uns jetzt hier oben drüber, weil das wieder ein bisschen größer wird. Kth largest. Largest Liste und K. So, warum schreiben wir das oben drüber und nicht einfach wieder rein? Ganz einfach, damit es ein bisschen klarer im Code ist. Ich meine, sowas wie eine sortierte Liste, das kann man auch in einem Aufruf schreiben, da braucht man keine Funktion dazu. Aber das, was wir jetzt hier machen wollen, ist vielleicht ein bisschen größer. Wir brauchen eine temporäre Variable und so weiter und so fort. Sowas sollte man auslagern. Wir nennen unsere Liste jetzt Top K, weil wir die größten K-Elemente sozusagen haben wollen. Und ja, das Ganze besteht am Anfang erstmal aus unserer Liste von den Elementen 0 bis k. Das heißt, wir haben hier eigentlich fast keinen Aufwand, eigentlich, das zu machen. Wir müssen k-Elemente hier einfügen. Also das hat den Aufwand k. Oder besser gesagt o von k. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Listenzugriff und Einfügen als 1 gilt, was wir eigentlich machen können. Und dann brauchen wir allerdings noch was und sagen hier TopK ist gleich, wobei wir können es eigentlich auch in place machen, Punkt Sort. Das ist eine Funktion, die sortiert quasi und macht das Ganze in place. Das heißt, sie schreibt sozusagen auch wieder in TopK die Ausgabe rein und geben hier reverse gleich true an. So, wozu machen wir das Ganze eigentlich? Wir haben jetzt ja hier nur die ersten K-Elemente uns angeguckt. Naja, ganz einfach. Wir brauchen das hier und wir gehen jetzt einmal kurz die Liste durch ab dem kth Element. Das heißt for i in Liste von k bis Ende. Wollen wir was tun? Naja, wir wollen überlegen, ob i größer ist als das kleinste Element in Top K. Weil in Top K sollen nur die k größten Elemente drinstehen. Das heißt, wenn das, also das kleinste Element, weil wir die Liste ja sortiert haben, steht an Stelle minus 1. So müssen wir das Minimum nicht nochmal errechnen und sparen uns dadurch den Aufwand, weil wir das die ganze Zeit machen müssen, hier diesen Vergleich. Deswegen ist hier sortieren weniger Aufwand. Deswegen machen wir dieses Sort hier. So, wenn dieses Element größer ist als das kleinste Element in Top K, naja, was brauchen wir dann? Dann müssen wir das da offensichtlich einfügen. Das heißt, wir müssen hier sagen Top K. Pop. Pop sprengt uns sozusagen genau dieses kleinste Element hier ab. Und dann topk.append i. Das heißt, wir wollen das kleine Element oder das neue Element hier i wollen wir einfügen in diese sortierte Liste. Bislang war sie zwar noch sortiert, jetzt ist sie es nicht mehr. Das heißt, wir müssen sie wieder sortieren und sagen hier reverse gleich true. So, das heißt, wir müssen das jetzt hier noch wieder sortieren. Und ja, jetzt wollen wir natürlich nicht das erste Element in der Liste zurückgeben. Sprich, wir wollen nicht Top K von 0 zurückgeben, das wäre das größte Element. Nein, wir wollen natürlich das K größte Element zurückgeben. Das kriegen wir über Top K von K von minus 1 natürlich. So, und jetzt sehen wir, das Ganze ist relativ undurchschaubar mit unserem Sortieren hier. Worst Case ist das hier wirklich eine saulangsame Implementierung, weil wir im Worst Case, das heißt im schlimmsten Fall, wirklich eine geradezu andersrum sortierte Liste haben. Sprich, wir haben, wenn jetzt unsere Liste, ich mache jetzt mal ganz kurz ein Beispiel, wenn Liste sortiert ist quasi 0, 1, 2, 3, 4
ohne dass wir es wollen. Also wir wissen nicht, dass die sortiert ist und wir haben das auch nicht überprüft. Oder sie ist fast sortiert. Je sortierter sie ist, desto schlimmer ist es. So, und wenn wir jetzt hier das zweitgrößte Element nehmen, dann bauen wir erstmal unser Top-K aus 0,1. 0,1. Dann müssen wir das Ganze sortieren und sagen 1, 0. Dann merken wir, oh, 2 ist ja größer, also schreiben wir 2 da rein. Wir müssen es wieder sortieren. Und dann schreiben wir 3 rein, müssen wieder sortieren. 3,2 und so weiter und so fort. Und am Ende haben wir halt wirklich das Ganze n mal gemacht, wobei n die Länge der Liste ist. Und zwar haben wir n mal sortiert, beziehungsweise n minus k mal sortiert. Und das ist natürlich super, super, super ineffizient. Aber ja, das ist auch nur der Worst Case. Im Average Case ist das Ganze relativ effizient. Aber wahrscheinlich wäre es, ja, es ist glaube ich jetzt recht spannend, was im Durchschnitt jetzt effizienter ist. Also was im Durchschnitt tatsächlich schneller geht. Und deswegen benutzen wir das jetzt einfach mal hier. Natürlich müssen wir auch erstmal noch gucken, ob es okay ist. So, ah ja, Error, da haben wir einmal einen Success gehabt, wunderbar. Was natürlich daran liegt, dass ich hier k aus Versehen falsch definiert habe, k gleich k minus 1. Und zwar wollen wir natürlich, ja, wir fangen ja hier beim nullten Element an und wir wollen natürlich bis zum k minus 1. Element nur gehen und dann eben ab dem k minus 1. Element, weil wir wollen natürlich auch wieder hier dieses, ja, ihr wisst, was ich meine, das haben wir hier unten auch gemacht, Sekunde. Hier haben wir auch gesagt, wir geben k minus 1 zurück, weil wir eben natürlich bei 0 anfangen zu zählen. So, immer noch Error. Wow, okay, ich glaube, ich muss da nochmal kurz reingucken. Ja, ich habe missgebaut. Das war natürlich kompletter Bullshit, was ich hier gesagt habe. Das war eigentlich hier schon alles mit einberechnet. Der Witz war eigentlich, dass ich hier unten vergessen hatte, auf Solution umzustellen. So, wunderbar. Wenn wir das jetzt laufen lassen, dann sollte ja hier genauso überall Success rauskommen. Und es ist sogar ein kleines bisschen schneller als unsere Sort-Lösung. Das heißt, wir müssen nicht mehr ganz so viel sortieren. Allerdings war das jetzt hier auch im Durchschnitt über 100 berechnet. Ja, lass mich das Ganze mal kurz hier auf, wo sind wir hier? 1000 hochstellen, dann machen wir zuerst diese Variante und dann machen wir die andere Variante. Ich glaube, dann bekommen wir noch aussagekräftigere Zahlen. Und ja, das sollte nicht so allzu lange dauern. Ich pausiere euch währenddessen einfach mal ganz kurz. So, achtet auch darauf, dass ich jetzt ganz kurz, das war der Code auf dem Server, der ist für euch eigentlich uninteressant, aber ihr könnt ihn natürlich auch mal lesen. Also, ist jetzt nicht so, keine Ahnung, nichts Besonderes, es ist nur kurz zwei solche Roots. Eigentlich alles, was ihr schon wisst, wie das Ganze funktioniert hier intern, eigentlich nichts Besonderes. Achtet darauf hier einfach nur, dass ich diesen Print ausgemacht habe. Und damit wir eben hier, damit das Ganze eben schneller geht. So, das war jetzt hier ein etwas längerer Run und hier kriegen wir plötzlich als Durchschnitt doch ein bisschen was anderes raus. Der schafft also hier 0,0009 Sekunden im Durchschnitt, während der hier oben, der ist scheinbar ein bisschen langsamer dann doch um eine Null, oder ich habe vergessen, eine Null abzuschreiben, kann auch passieren. Liste von k minus 1. Genau. Starten einfach mal und warten es kurz ab. Ja, so lange sollte das eigentlich nicht so dauern. Also 1000 Durchläufe hier, jeder Durchlauf. Ah gut, okay, wir müssen halt diese Requests auch noch anfragen. Gut, dann pausiere ich euch mal wieder. Ja, und da ist es prompt da, okay. Das heißt, wir haben hier im Durchschnitt 0,0011. Das heißt, wir sind hier im Durchschnitt mit dem O von N Ansatz, dem hier oben, der auch wirklich immer sortiert, aber dafür halt immer nur diese Top-K-Liste sortiert, sind wir im Durchschnitt 0,0002 Sekunden schneller pro Challenge. Gut, okay, jetzt habt ihr gerade eh schon meinen Code gesehen. Wir wissen, dass diese Liste halt hier nur 10 bis 200 Zeichen enthält, beziehungsweise Einträge enthält, aber dafür jeder Eintrag zwischen 0 und sys.max-size liegt. Ja, ich meine, ich habe das hier jetzt mit Sorted auf dem Server gerechnet, aber das ist trotzdem beides wirklich in Ordnung. Sind beides sehr, sehr schnelle Lösungen. Und ich muss sagen, die mit Sorted ist tatsächlich natürlich deutlich weniger Programmieraufwand, den man in der Praxis dann doch vorziehen wird. Ich glaube, so ein Case Largest selber zu schreiben,
Klar, kann man machen, aber diese 0,0002 Sekunden sind es wahrscheinlich dann doch nicht wert. Gut, ja, das war's dieses Mal schon wieder. Ich weiß, dieses Mal ging es jetzt mehr um die Algorithmik hinten dran und um einen Fehler und um Benchmarking, was eigentlich immer sehr, sehr wichtig ist. Und weniger um dieses Post und Get, und das habe ich eigentlich auch vor, weil dieses Post und Get, das ist irgendwie immer dasselbe. Deswegen muss man das nicht jedes Mal wieder aufbauschen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und nächstes Mal mal schauen, was wir dann machen. Die nächste Challenge ist zwar schon eigentlich fertig gecodet, aber ich weiß gerade nicht mal mehr, um was es geht. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch drauf. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.